Und weiter geht's. Das schaut gefährlich aus. Anscheinend müssen wir da so schnell wie möglich über diese Flamme drüber. Naja, er ist nicht gestorben. Hat sich nur ein bisschen seinen Schwanz verbrannt. Habt ihr das gesehen? Wir landen in New York. Wir bruchlanden in New York. Cool. Ich muss zu einer dieser Kapseln. Ja, das würde ich auch sagen. Lauf, lauf, lauf. Ja, komm. Komm, ah, du kannst das. Ja, du kannst das. Ja, schau. Und jetzt. Oh, das sieht aus. Das sieht aus wie bei einer ersten Flugprüfung. Scheiße. Ja. Ich werde da wahrscheinlich gleich einmal abpacken. Ah, noch nicht. Komm, Junge, komm mal auf. Ja, also, irgendwas muss ich da machen mit dieser Steuerung, weil ich glaube, ich kann das nicht. Kapsel 2 gestartet. Aha. Warnung, noch eine Kapsel an Bord. Wir haben nur eine Kapsel, das ist nicht. Oh, los! Jetzt mach schon! Du Idiot! Ja, du, weiter! Oh. Komm, lauf, 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 lauf! Oh, da! Komm, beeil dich! Schnell! Da ist dieses Mädchen. Nein! Nein, tu das nicht! Ja, wir sind da extrem cool bruch gelandet und der Junge, der weiß, was es heißt, einen Aktivurlaub zu machen. Einige Max rufen, versuch nicht von Stunschüssen getroffen zu werden, du bist danach desorientiert. Ah, Stunschüsse. Kapitel 2, alte Stadt. Schaut euch das Level an. Ist das nicht cool? Ugh.
Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er geplatzt. Das ist das Stirnband. Was? Das Sklavenstirnband, das ich dir aufgesetzt habe. Das Ding ist von dir. Lass mich erklären. Nimm das Ding runter, oder ich reiß dir den Kopf ab. Nein. Nein? Glaubst du etwa, ich mach Witze? Kommando, stopp! Kommando, geh weg von mir! Was zur Hölle machst du da? Ich habe ein Sklavensturmband gehackt, damit ich es mit meiner Stimme aktivieren kann. Das löst eine systemische Schmerzreaktion aus. So werden die Sklaven kontrolliert. Kannst du nicht. Hört mein Herz auf zu schlagen, egal warum. Verpasst dir das Band mit tödlicher Dosis. Wenn ich sterbe, stirbst du. Oh. Warum? Ich brauche deine Hilfe. Ich komme aus einem Windfarmerdorf, das liegt etwa 300 Meilen von hier. Allein habe ich keine Chance. Gegen die Sklavenhändler und Max. Das ist der Deal. Bring mich zurück nach Hause, dann darfst du auch heim. Ich habe wohl keine andere Wahl. Haben wir beide nicht. Tut mir leid. Okay. Gehen wir. Naja, so ein hinterfotziges... Kommando, bleib bei mir! Ja, das werde ich doch tun. Aber zuerst sehen wir uns da um. Ah, was ist da los? Ich bleibe bei dir. Hey, was ist das für ein Zeug, das ich da sehe? Hab das Stirnband gehackt, damit du visuelles Feedback kriegst. Es ist mit deinem Schild und meiner Biometrie verbunden. Und deine Stimme? Es ist, als wäre sie in meinem Schädel drin. Ja, wir haben jetzt eine ständige Audioverbindung. Toll. Ja, dieses ein... coole Hackerin. So ein tolles Mädchen. Und so fies. Ich sehe da alles verschwommen. Ist das... normal? Die Landung hat dich ganz schön mitgenommen. Ja, nun, laufe über den Gesundheitspark hinweg, um ihn einzusammeln. Ja, das mache ich doch gleich. Aha, ja, sieht er schon. Weiter. Sieht doch schon besser aus. Nein, wir machen da jetzt eine kleine Rundumsicht. Wo sind wir hier? Wer sind all diese Leute? Ist doch egal. Das muss eine Art Sammelpunkt gewesen sein. Ist das der Ausgang? Halte links weg gedrückt, um dir jederzeit deine Kidnapperin anzusehen. Aha, alles klar. Aber bevor wir hier weitergehen, schauen wir uns doch kurz noch einmal um. Das sind doch Matratzenlager. Ach, hier geht's bestimmt nicht raus. Da haben wir jetzt irgendwas eingesammelt. Kann nicht schlecht sein. So, lesen wir. Die Hudson Line Departures. Ah, wir sind... Wo sind wir? In einem Bahnhof oder in einer U-Bahn-Station, Bahnhof. Und hier?
Missing. Missing Persons. Oh. Das schaut gut aus. Und wie spät ist es auf dieser Uhr? Die sind nicht alle gleich. 2:43. Aha, da fehlt ein Zeiger. Einen Rundumblick von hier oben. Hier mit der Steuerung müssen wir noch arbeiten. Und hier unten alles zerborsten. Gut, wir schauen auch mal, wo unser Mädel ist. Oh, da unten steht sie. Da drüben leuchtet noch irgendwas. Dann holen wir uns dieses Leuchtding. Sie können wir hier rauf? Ist begrenzt, das ist alles begrenzt. Wir können da auch nicht rauf. Aha. Also Leute, ich werde mich schon noch mit der Steuerung anfreunden. Aber da komme ich nicht runter. Rauf geht nicht. Rüber. Also, ich sage euch gleich im Vorhinein, ich bin da ein Sammler und ich laufe jedes Level so gut es geht ab. Wenn euch das zu langsam ist, dann müsst ihr mir das halt posten oder schreiben oder mailen. Denn Zeit haben wir genug und ihr könnt ja vorspulen im Fall, wenn es euch nicht passt. So, ich glaube, haben wir alles. Machen wir noch einmal einen Check. Weil dann könnten wir, bevor wir hier weitergehen, gleich einen Schnitt machen. Ich hoffe, wir haben alles hier mitgenommen. Probieren wir noch einmal, ob wir da raufkommen irgendwie. Der springt einfach nicht. Da komme ich auch nicht vorbei. Aber ist interessant festzustellen, was man da jetzt machen kann und was nicht. Da springt er auch nicht. Na gut. Also auf die Uhr kann er springen, doch auf den Mistkübel nicht. Das ist. Und er macht kilometerweite Sprünge. Ah, da ist cool. Da waren wir auch noch nicht. Schau, da leuchtet auch irgendwas. Na gut, haben wir wieder diese Leuchtfunzeln. Ich sag nur eins. Leute, das sieht so cool aus. Ich hoffe, die Videoeinstellungen passen. Und dass YouTube nicht viel von dieser Quali rausschneidet. So, gibt es da noch was zu entdecken? Ja, das würde dann bald passen für einen Schnitt. Ja, ich glaube, da können wir nirgends mehr hin. Nicht hoch, nicht runter. Gut. Dann laufen wir zurück zu unserer Kidnapperin. Und machen dann einen Schnitt. Lauf, lauf, mein aller Freund. So, und hier sind wir. Hier schneiden wir kurz und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.